Also heute zum Thema, warum wir Selbstkultivierung brauchen, über die philosophische Übungen. Ich habe hier drei Bilder für Sie, um das noch weiter zu verdeutlichen. Auf der linken Seite sehen Sie Mahatma Gandhi beim Salzmarsch, dann George Orwell und weiter unten Karl Marx. Warum Gandhi? Warum diese Kombination der drei Personen? Weil Gandhi, als er sich von den Engländern emanzipieren wollte und die Inder in die Freiheit, um die Inder in die Freiheit zu bringen, glaubte er an etwas oder vertrat etwas, das sich Swaraj nannte. Und Swaraj war die Idee der Selbstregierung. Nur interessanterweise war Swaraj nicht nur auf die äußere Selbstregierung bezogen, das heißt die Selbstverwaltung der Inder über Indien, um nicht länger unter der Macht der Engländer zu stehen, sondern es ging auch darum, um sich selbst zu kultivieren auf eine Art und Weise, um sich selbst zu behaupten, um sich selbst in sich selbst zu regieren. Und Gandhi war der festen Überzeugung, nur wenn das gelingt, dann kann auch das äußere Swaraj erreicht werden. Das heißt hier auch eine Verbindung zwischen der inneren Selbstkultivierung und der äußeren Welt der politischen Dimension. Warum George Orwell? George Orwell schrieb neben 1984 auch den schönen Text Animal Farm. Und Sie erinnern sich vielleicht daran, was bei Animal Farm passierte. Es gibt eine Revolution, denn die Tiere werden ja unterdrückt von den Menschen. Dann sind endlich die Tiere in der Macht. Aber was passiert? Auf einmal entstehen wieder Hierarchien und wieder werden bestimmte, in diesem Fall Tiere, unterdrückt, und zwar von den Schweinen. Warum? Weil es vielleicht keine Veränderungen zuvor in den Menschen gab. Und zuletzt Karl Marx, der dort sehr selbstgewiss sitzt in der 11. Feuerbach-These, die er zusammen mit Marx, mit Engels aufstellte, heißt es ja bekanntlich, es geht nicht darum, die Welt nur weiter zu interpretieren, es geht darum, sie zu verändern. Und sicherlich hat er zum gewissen Grad oder haben Sie zum gewissen Grad darin recht, dass es darum geht, auch die Welt zu verändern. Aber vielleicht geht es auch darum, dabei sich selbst zu verändern oder dies zu machen als Voraussetzung. Hier also der Grund, warum ich glaube, dass Selbstkultivierung vor allen Dingen wichtig ist. Und ich möchte Ihnen ein Zitat vorlesen, das das nochmal untermauert von einem Philosophen, der ein Buch über das Zuhören, also das Zuhören, das natürlich art verwandt ist mit dem Schweigen, geschrieben hat. Und darin schreibt er: Self and society are not separate systems. We need to think about practices of the self that are not forms of self-absorption and self-indulgence, forms of narcissism. We need to think about practices of the self that do not separate the self from society and withdraw from social responsibility. We need to think about practices of the self that understand the essential intertwining of self and other, self and society. They are aware of the subtle complexities in this intertwining and that conceptualize self-development as a process of enlightenment mediated by social learning. We need to think about practices of the self that understand how the self grows by virtue of its participation in and its assumption of responsibility for the process of power constitutive of democratic societies. Finally, we need to think about practices of the self that are critical and emancipatory. Not mere functions of biopower, not mere technologies applied to the control of the self and dictating a fixed content of true essence. Ich weiß, das war jetzt ein langes Zitat, aber das fasst das eigentlich, glaube ich, mal sehr gut zusammen. Bei diesen Techniken, diesen Übungen des Selbst, diese Practices of the Self, geht es darum, auch laut dem Autor, dass wir in uns selbst wachsen, um eine bessere Gesellschaft zu schaffen. Ein besseres Gemeinsames, eine bessere Demokratie. Und das können wir nur durch diese Techniken, die nicht narzisstisch sein sollen, nicht nur auf sich selbst bezogen und nicht nur selbst absorbierend.